Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Geisch, Daily Shop News. Heute mal wieder am Start. So, jetzt gucken wir da mal ganz kurz. Aktuell, was jetzt hier so Sache ist. Nach wie vor Mythic Teddy Pack, hatten wir ja schon reingeguckt. Dann gibt es die Action Spanker Box immer noch. So, die ist jetzt... Ja, geht noch bis Donnerstag. So, jetzt ist die Parfait Vengeance Box wieder mit hinzugekommen. Das Vengeance Quagmire. Schöne Kombo, da haben wir That's My Parfait. Gucken wir mal ganz kurz rein. Karate Stewie. Vengeance Quagmire sieht böse aus. Chicken Fight, ja. Sind auf jeden Fall wieder ein paar nice Kombos mit am Start. Brainwashed Haley, leck mich am Buckel, ey. Übel. Sehr, sehr übel. Capoeira Reginald. Schöne Karte. Fashion Wrestling. Maxi Max. Klaus Heißler. Sag ich jetzt mal nichts mehr dazu. Also Hank Hill. Ich will ihn ja nicht die ganze Zeit weiter ärgern. Hank Hill. Auch mega. Also Hank Hill ist halt wirklich mega nice, ja. Sehr effektiv. Sehr, sehr starke Karte. So, was haben wir sonst aktuell? Ja, hier unten momentan bei dieser ja, Mom's Old Fashioned Mystery Box ist die Haley als Jackpot-Preis drin. Haley, habt ihr ja eben mal gesehen, gibt schon geile Kombos mit der. Aber... Ich weiß nicht, ich kann mit dem Ding da unten nichts anfangen. Ich hatte es mal ausprobiert, aber kam ja nur Rotze bei raus. Und es tut dann richtig weh, wenn du deine ganzen Gems verballerst und kriegst dann ein paar Münzen oder sowas. Lächerlich. Wirklich lächerlich. Also, aber Haley ist schon cool. So, gehen wir mal weiter in den Shop und gucken uns die Daily Combo Mastery an. So, weil hier gibt es jetzt absolute mega Burner. Ah, richtig krasse Sachen. Wir haben einmal hier vorne den Ricky Spanish. Ja, Ricky Spanish ist am Start, Leute. Und was willst du dazu sagen? Das Ding, das ist einfach bestialisch, ja. Also ein Ricky Spanish ist echt übel. Gas, Revanche, Leech, der Blutsauger. Also wenn der am Start ist, das tut jedem richtig, richtig weh. Das ist eine sehr, sehr gemeine Karte. Mega geil. Sieht nicht nur cool aus, ist auch geil. So, also aber 500 Gems, Alter. Also, ich sag mal so, wer einen Roger hat, ja, und zu viel Gems übrig, ne? Also, es gibt ja so ein paar Whales, ne? Also, Ricky Spanish kennt ihr mit Sicherheit und ist mega, mega, mega lieber. Ja, dann gehen wir mal weiter in die nächste Combo. Alter, schon krass. Ricky Spanish ist krass. Den Drunk Zoidberg. Gucken wir uns mal den Drunk Zoidberg an. So, hier noch in der Common-Version mit Roger's Place. Ja, hat halt Mauer und Cripple. Hier in der Mythic-Version. Ja, 23 Angriff, 72 Leben, 22-fach Cripple, 22er Mauer. Ja, ist schon nice, aber ich denke mal nicht, dass ich da irgendeine, also dass die 500 Gems, dass die sich an der Stelle wirklich rentieren. Also ich würde es nicht machen, wenn ich einen Zoidberg hätte. Also ich ganz ehrlich, Zoidberg ist eine mega geile Karte. Ja. Hat ja so schon 13-fach, also 15 Angriff, 63 Leben, ja. 13 Burger, 12er Schild, 14 Punch. Also ich finde, dass der Zoidberg in seiner
nicht kombinierten Version stärker ist als hier dieser Drunk Zoidberg. Also insofern würde sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht lohnen. Und jetzt. Oh my fucking God. Ich drehe am Rad der CIA. Student. War damals in der Epic-Version schon absoluter Oberhammer. Ich mag den Stan nicht in Epic. Ich mag den Stan nicht in Epic, weil er einfach zu wenig Leben hat. Ja, ich meine, sag mal so, solange du das Ding im Angriff unter Kontrolle hast, den Stan, ist das okay. Ja, dann kannst du ja entscheiden, wann du den spielst. Aber in der Defensive, wenn die Automatik am Start ist, der setzt so einen blöden Stander irgendwo hin, der hat gerade mal, was weiß ich, 18 Leben oder sowas, ja, hier 15 bei einfach used. Das ist lächerlich. Ja, also noch viel einfacher kann man es einem Gegner nicht machen. Aber in Sten gibt es ja inzwischen auch in Mythic. Und wer den Sten in Mythic hat, ja, jetzt da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ne? Jetzt guckt mal hier. Sten in Mythic mit Neil Goodman oder hier mit einer Stuffington Academy. Ei, da legst mir am Arsch hier. Da hast du auf einmal 22 Punch, 26 Leech, 14 Bodyguard, 22 Angriff noch mit zu, machst du schon von vornherein, von Haus aus, machst du hier schon mal 44 Schaden. Und das Ding ist brutal, 70 Leben. Wow. Also wenn ich den Mythic Stan hätte, haben würde, hätte, Fahrradkette, würde ich mir diese Combo definitiv holen. Absolute Mega-Empfehlung. CIA-Student Monster. Ein Monster. Ja, mega geil. Ich hab den Stan nicht in Mythic. So eine Scheiße. Naja. Gut, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Muss ich mitleben. So, dann gehen wir mal weiter in die nächste Combo. Die wir da jetzt noch am Start haben. Und die letzte Kombo damit für heute, das ist das Bürgermaskottchen. Bürgermaskott. Ja, ist jetzt nicht wirklich der Brüller, ne? Habt ihr halt Mauer, dann habt ihr halt den Push zur Seite, rechts, links, Cripple All. Burger Suit. Gehen wir mal auf eine Legendary Version hier. Eugene Belcher, den habe ich ja auch. Mit Rogers Closet, den habe ich auch. Ja, es ist halt eine sehr defensive Karte. Ne? Und ich meine, klar, logisch, es gibt Situationen, wo die Defensive Sinn macht. Und froh ist, wenn man mal irgendwo was hinflatschen kann. Aber ich finde, das Ding lohnt sich nicht wirklich. Also da würde ich die 1000 lieber für was anderes ausgeben. Wer lieber auf Defensive setzt, kann es ja gerne machen, aber ich bin eher ein Fan von den First Hits. Ja? Und das kannst du halt mit einem Bürgermaskott oder mit einem Bürgermaskottchen nicht machen. Ja, schreibt mal, wie ihr darüber denkt. Wie seht ihr das Ganze? Wie findet ihr die Kombos? Welche hättet ihr euch geholt oder welche habt ihr euch geholt? Ich möchte jetzt auch in Zukunft immer mal solche Kommentare von euch mit einblenden. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr zu den Kombos steht. Lasst mal ein Like da. Und abonniert den Kanal und läutet gleich die Glocke mit hinzu, damit ihr dann auch immer Bescheid wisst, wenn die nächsten Videos da sind. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.